Das Evangelium für den heutigen Tag, 17. Juli, steht bei Matthäus im 12. Kapitel. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger, sie rissen deshalb Ehren ab und aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm: Sieh, Herr, deine Jünger tun etwas, das am Sabbat verboten ist. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren, wie er in das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen Brote aßen, die weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich sage euch, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.